So, willkommen zurück. Ich habe jetzt auch gerade mal die Einstellung ein wenig runtergedreht von hoch auf mittel. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es daran lag. Aber schauen wir mal. So. Jetzt versuchen wir nochmal das Bestiarium zu lesen. Gorgus, was haben wir denn da? Kartätsche und Art. Kreischling. Eben, dass wir vielleicht noch ein paar Bomben machen können. Den besitzen wir schon. Tanzender Stern. Feurige Explosion. Kartätsche, da fehlt mir. Was ist das denn hier? Calcium-Ekum. Petrisfilter. Zeichenintensität. Hebt Vergiftung auf. Aha. Ja, Kartätsche können wir nicht, aber dafür könnten wir hier ein bisschen tanzender Stern. Machen wir auch sofort mal. So, Inventar. Wo war die jetzt gleich noch? Da. Was ist das hier? Vitalitätsregeneration. Lassen wir das da? Ja. Erstmal. So, und in meinen Taschen können wir da was ändern? Nee. Es ist nicht hier. Es muss durch einen anderen Ausgang geflüchtet sein. Ich muss es aufspüren, bevor es entwischt. Da oben ist es doch. Komm zu Papi. Hallo. Da ist es. Diesmal wird es nicht entkommen. Na komm, spring auf dein Pferd auf, jetzt verdammte Scheiße. Das war das Art, ne? Aua!
Puh, krasser Gegner. Komm schon, komm schon. Komm zurück. Los, ich mach dich fertig. Komm schon, komm schon, komm schon. Auf zu kreischen, sonst klatscht es. Komm schon her. So, Freundchen. Monsterfeder, Gorgo Magen, Gorgo Ei, Gorgo Mutagen, Zwergenbeil, was macht das denn da drin? Schädel, Trophäe, alles meins. Hey, und wir haben eine neue Trophäe. Na, aber direkt dran. Nett, nett, nett. So, eben kurz hier speichern. Ich muss mal eben kurz gucken, ob mein Grafikkartenlüfter natürlich nicht. So. Meine Grafikkarte war schon wieder bei 70 Grad, das war nicht gut. Kann ich noch nicht. Ab Stufe 15. So, was bringt uns denn die Trophäe? 10% Chance auf Verstümmeln. Bonuserfahrung bei Humanoiden und 10% Chance auf Verstümmeln. Naja, aber zumindest mal. Eine andere Trophäe. Komm schon. Aber anscheinend war das immer noch nicht das Vieh, was die Frau vom Baron entführt hat. Aber wir sind doch hier richtig. Müsste doch eigentlich hier
der Sumpf sein, oder? Liegen hier Tote? Aber wenn das da vorne irgendwie mehr nach Sumpf aussieht für mich. Ja, schauen wir mal. Das sieht auf jeden Fall für mich mehr nach Sumpf aus. Wo graben die sich andauernd aus, ey? Schrecklich. So, holen wir uns mit die Belohnung ab. Der hat auch jedes Mal dasselbe Gespräch, ne, wenn ich hier ankomme. Tollen Posten, was? Nicht übel. Hab gestern einen Eimer Schalen mitgebracht. War das ein Fest? Dingsbiberich. Wenn der Baron erfährt, dass jemand Schweine nicht versteht. Ah. Grüß dich. Ja? Ich bin wegen der Gorgo hier, die ihr als Kreischling bezeichnet habt. Sie wird euch keinen Kummer mehr machen. Wie hast du das Ding genannt? Gorgo? Ja, manche nennen sie auch Scoffin. Na, wie auch immer das Ski heißt, du hast deine Belohnung verdient. Hier, bitte. Geht doch. 235 Erfahrungspunkte. 176 Kronen. Nicht schlecht. Los. Sich von uns abgewandt. Ja, wieso? Ich bin noch da. Weiter so, Plätze. So. Dann gucken wir mal weiter nach Buckelsumpf. Brennende Hände. Monster. Es hört sich fast an, als wenn sie verhext war, oder? Als wenn sie das Monster heraufbeschworen hätte. Als wenn sie wollte, dass das passiert. Mysteriös. Also da vorne war weit und breit erstmal nichts. So, hier in dem Sumpf war ich ja schon. Noch nicht wirklich, leider. Aber da drin war ich ja theoretisch schon, also böse Überraschung dürfte es da ja eigentlich nicht mehr geben. Aber wollt ihr mich verarschen?
So. Eigentlich habe ich den Sumpf hier schon durchsucht. Also, wenn das hier der Sumpf sein soll, was für mich aber auch nicht nach einem Sumpf aussieht. Aber vielleicht habe ich ja irgendwo einen Höhleneingang übersehen oder so. So, das habe ich beim letzten Mal auch schon gefunden. Deswegen dachte ich ja eigentlich, dass das hier wäre. Weil das halt auch so ähnlich aufgerissen aussah wie das Pferd auf der Straße. Die habe ich beim letzten Mal schon gesehen, ne? Nee. Ja, nehmen wir mal. Warte mal. Da ist noch ein Pferd. Das beim letzten Mal schon gesehen, so? Ich glaube nicht. Ja. Irgendwas, aber ich weiß nicht was. Nichts. Sah nur so komisch aus. Ja, dann gucken wir mal ein bisschen weiter hier in die Richtung. Vielleicht haben wir hier noch was Interessantes. Auch nicht wirklich. So, dann reiten wir mal hier unten lang. Irgendwo muss ja was sein. Oh, da ist noch ein... Was haben wir hier denn Schönes? Oder was heißt Schönes? Unschönes. Blumen. Typ, du hast Blumen dabei. Was ist mit dir nicht richtig? Na, platze. Bleibst du wohl hier? Aber hier haben wir noch ein Pferd. Das kann ich sogar untersuchen. Ah ja. Aber das führt uns auf jeden Fall schon mal in eine richtige Richtung. Komm schon! Haben wir hier noch irgendwo ein totes Pferd liegen? Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen. Hier irgendwo hinführen. Hier haben wir schon mal Nebel. Ist das gut? Ist das schlecht? Ist das richtig? Ist das falsch? Haben wir eine Insel voll von Ertrunkenen? Ich dachte, hier wäre eine Höhle. Nicht so schnell, Plätze. Was haben wir denn da? Was ist das denn? Blutmoos. Okay. Komm schon. Warte mal, was haben wir da denn? Irgendein Ausgang aus einer Höhle. Beweg dich. Dann muss es ja theoretisch doch irgendwo einen Eingang geben. Mal hier auf den Hügel drauf. Oha, letzte. Da haben wir was. Gucken wir uns hier mal um. Was haben wir denn hier? Stinkt nach Bierscheiße.
Ja, alt und vertrocknet. Der Bias ist schon länger in der Gegend. Was war nochmal ein Bias? So, Höhleneingang haben wir gefunden. Dann würde ich sagen, gehen wir da auch direkt mal rein, ne? So, was war jetzt nochmal ein Bias? Hatten wir das schon mal? Nee, ich glaube nicht. Egal, dann haben wir es jetzt gleich. Und Rinder. Oh, das hat aber ordentlich gekostet gerade. Dachte, da kann man leichter reinfallen irgendwie. Mal kurz ein bisschen Leben regenerieren. Mal. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Ist das der Bias? Ach du heiliges Kanonenrohr. Noch nicht lange tot. Was es wohl umgebracht hat? Noch eine Spur, aber sie ist zu klein für einen Bias. Pfotenabdrücke. Der Kampf hat eine Weile gedauert. Die haben beide viel Blut verloren. Mich quer in dem Moment hier. Stinkt nach Bias-Scheiße. Ja, alt und vertrocknet. Der Bias ist schon länger in der Gegend. Was auch sein könnte, was mir jetzt gerade einfällt. Die Frau, brennende Hände, jetzt das tote Fieder, könnte auch eventuell ein Werwolf sein. Könnte erklären, diese Spuren da, die sahen ja relativ klein aus irgendwie. So, was haben wir denn hier? Ah, guck mal hier. Groß, richtig groß. Genau, richtig groß und richtig klein. Wo
folgen wir dem Ganzen mal hier. Aber theoretisch sind das ja die Spuren, die da in die Höhle führen. Also eigentlich muss ich dem rückwärts folgen. Hat ganz schön viel Fell am Stamm gelassen. Der Geruch ist noch da. Ich muss einen anderen Weg finden. Ja, okay, das haben wir jetzt schon. Da waren wir ja drin. Da waren wir ja drin. Aber wir könnten dem Ganzen rückwärts folgen. Die Spuren waren ja hier, glaube ich, auch schon mit dabei, ne? Folgen wir den Spuren halt mal rückwärts. Oh, sind wir hier im Massaker? Okay, jetzt ist auf jeden Fall mit ein paar Wölfen angelegt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und da fangen die Spuren aber auch an. Ich sehe jetzt zumindest keine mehr, die hier wegführen. auf der Fährte, nee. Ist die heute Spuren? Konnte die Höhle mit Hilfe deiner Hexe Sinne. Ist doch mit Sicherheit die hier, oder? Ja, nichtsdestotrotz, ich will das hier fertig kriegen. Wer auch immer das war, ist mir relativ egal, auch wenn ich in der Höhle eigentlich alles schon durchsucht hatte. So, aber hier ist definitiv kein Pferd mehr zu sehen, kein totes. Damage Bridge. So, dann gehen wir wieder auf den Ausgangspunkt. Ausgangspunkt zu dem toten Pferd und suchen mal in die andere Richtung. Ich habe meine Kleinen gestern zum Pilzepflücken geschickt. In den Wald? Allein? Frost bedeckte seine Rüstung. Hier liegt das. Komm jetzt. Los, lauf!
Plätze. Langsamer. Da hinten sieht es aus wie eine Sumpf. Heya! Ein wenig. Oh ja, vielleicht fragen wir einfach den hier nochmal. Der hat den beiden ja geholfen. Vielleicht kann der mir ja noch ein bisschen mehr erzählen wie beim letzten Mal. Ich hab den ja, glaube ich, gar nicht zu Ende gefragt. Langsam, langsam. Schauen wir mal. So, aber bevor ich das tue, gehe ich mal ganz kurz ein Momentchen auf die Toilette. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Nimm hier zack, zack. Dann fragen wir den netten Herrn mal. Ey, Typ. Hm? Nee, nicht hm. Na, scheiße, erzähl mir halt nichts mehr. Sumpf, Sumpf, Sumpf. Hocker. Sieht aus wie ein Sumpf. Da reiten wir jetzt mal hin. Vielleicht finden wir ja doch noch Spuren auf den Verbleib der guten Frau. Gut hier. Alter, ausgeweitet bis zum geht nicht mehr, ey. Ah, ganz ruhig, Plätze. Los, lauf!
Aber hier sind wir doch vorhin vorbeigeritten. Da haben wir doch hier vorne das Nest kaputt gemacht. Mach langsam. Los, lauf! Hier. Ich glaube, die Richtung vorhin war schon gar nicht schlecht hier runter. Wir sollten das hier mal probieren. So, haben wir hier irgendwo irgendwas an Spuren? Da hinten haben wir wieder einen Trunkener. Das ist echt schwer, diese alte zu finden, ey, irgendwie. Keiner legt sich mit mir an, verstanden? So, das sind noch relativ schwache Gegner. Das müsste darauf hinweisen, dass hier ja theoretisch irgendwo was sein könnte in diese Richtung. Das ist ja eine relativ frühe Mission. Level 1 Hunde, Level 4 Ertrunkene ist jetzt ja nicht so das, womit ich mich abgebe, wenn ich noch normal unterwegs bin. Jetzt mal da oben, mit der Köter oder was? Da ist ein Reh. Ja klar, ein Hündchen. Hey, yo! Fall erstmal um, du Spasti. Was haben wir da noch stehen? Ach, noch ein Hündchen. Hey, oh. Köter. Achso. Normales Schwert für Köter. Ich verstehe. Wildpferde da hinten. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich möchte doch nur diese Mission hier beenden. Ich möchte dem Baron doch nur sagen können, was mit seiner Frau passiert ist. Das muss doch möglich sein, ey. Untersuche alle verbleibenden Spuren. Ja, witzig. Was für verbleibende Spuren denn, ey? Nee, das wollte ich. Suche nach der Frau, Weidler, Säufer, Fehlgeburt. An den Baron zur Rede zu stellen, bla 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 bla. Ohne. Ja.
er seine... Auch das. Nicht mit mir, mein Freund. So, irgendwie in Wald entführt, Sumpf. Kann jetzt hier echt nur jeden Weg abgehen. Extrem aufgerissenes Pferd. Oh, hier könnte doch was sein. Große Steine, das sieht doch gut aus. Das ist vielversprechend. Glaube ich. Sieht nach einer ritualen Stelle aus. Komischer Baum. Komische Steine. Jetzt haben wir die drei da angezündet. Passiert jetzt was? Oder was? Oder wie? Ja. Jetzt brennt hier ein Feuerchen. Ist der einzige, der ein anderes Zeichen hat. Ah, warte mal. Das könnte das da sein.
Ja, das ist das. Links, rechts, Mitte. Kann das sein, dass das wieder so ein Rätsel ist? Steine. Vier Steine, aber nur drei Feuer. Fehlt theoretisch noch ein viertes Feuer. Kann ja, wenn es eins gibt, nicht weit sein. Scheint es ganz zu geben. Ja, werden wir schon irgendwann noch was mit anfangen zu wissen. Jetzt gerade auf jeden Fall nicht. Sumpfartiges. Ja, blöden Wichser. Hier bin ich. Hallo. Was jetzt, du Stück Dreck? Mit Sicherheit die ganze Zeit ein total schwachsinnige Pferd hier. Mit dem Pferd. Sicherheit. Das überhaupt nichts damit zu tun. Will ich jetzt mal behaupten. Aber hab ich dich gehört da. Komm doch hallo zu mir. Das ist hier die gefrorene Stadt, ja. Immer noch total scheußlich. Taucht auch nicht wieder auf, ne, das Ding irgendwie. Ich meine, er hat mir ja von einem Rennen zu einem Turm erzählt, ne? Vielleicht sollten wir uns den einfach mal angucken. Vielleicht ist da ja was von Interesse.
Okay, haben wir auf jeden Fall eine Menge. Wie komme ich denn hier rein? Okay, sind auf jeden Fall schon mal zwei Pferde. Die kommen ja in der Geschichte auch vor. Komme ich da gar nicht rein? Gibt's hier gar keinen Eingang zu dem Turm? Nee, anscheinend nicht. Kommen hier. Nö. Hat wirklich keinen Eingang, ey. Okay, der steht auch nur zu Dekorationszwecken hier, wie man am in den Ausbau sehen kann. Gut. Beziehungsweise nicht gut. Aber willst du machen, ne? Von nichts kommt nichts und so. Ich habe echt keine Ahnung mehr, wo ich noch suchen soll. So ein Berg drum am Arsch der Welt. Ey, wo bin ich denn überhaupt? Futterplatz der Harpien. Da soll ich mit Sicherheit noch gar nicht hin. Da wurden sie überfallen. Ich bin am Arsch der Welt irgendwo. So, da habe ich alles komplett durchsucht. Da in der Höhle war ich auch. Da war ich auch. Da wäre noch ein Sumpf. Die Insel hier wäre noch zu erkunden. Das machen wir auch. Vielleicht ist es ja so einfach. Mal gucken, vielleicht haben wir durch Querfeld einreiten irgendwie Glück durch Zufall.
Langsamer. Holla, das hier ist eine Zollgrenze. Mit welchem Recht? Mit dem Recht einer Route hinten rein, Klugscheißer. Zahl oder schwimm. Lass mich durch. Gut. Geh weiter. Der Weg ist frei. Geht doch. Wohnt nicht gleich so. Komm schon. Weiß zwar noch so gar nicht, wo die hier hinführt, aber... Ja, gucken einfach mal. Was ist denn für eine Zeltstadt? Das ist wie ewige Feuer, oder? Die Sonne? Das ist ewige Feuer. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle 3 Monate baden? Weiter so, Plätze! Aber hier war ich schon mal, glaube ich. Zumindest. So ist gut. Bin ich denn jetzt? Da bin ich. Trollbrücke, soll ich jetzt hier nach rechts? Komme ich da automatisch hin, ja. Laufplätze. Gibt's denn hier so in Sandort? Er ist vor Hunger schon ganz blass. Schleifstein, 2 Stück. Was gibt's hier? Irgendeine Krankheit sucht mich heil. Ach, und irgendein kleines Dorf. Mitten im Wald, am Arsch der Welt. Was war hier? Wölfe? So, gut jetzt hier. Mehr sehe ich nicht. Platze, nicht mehr wegrennen. So, das hatten wir auch schon hier, das Dörfchen. Do that!
Oha, Schlitzer. So weiß wie Qual. Qual, das wäre jetzt genau das Richtige. Sieh an, wir haben einen Kunden. Ich wollte euch nichts abkaufen. Ich fürchte, da bist du schief gewickelt. Du musst zahlen, wenn du durch willst. Und wenn ich's nicht tue? Dann bist du tot. Siehst du dieses Medaillon? Boss! Boss! Klappe zu, Sobek! Ja, ich sehe es. Wir wollten kein... Erkennst du die Gilde? Ja, Meister. Vergib uns, dass wir's nicht früher bemerkt haben. Bitte. Boss! Boss! Und jetzt zuhören. Ich komme vielleicht wieder. Eines Tages. Keine Ahnung wann. Aber ich will euch dann hier nicht vorfinden. Ist das klar? Wie Kloßbrühe, Herr. Mögen die Götter dir eine geschwinde Reise schenken. Boss! Boss! Was ist nun wieder, Sobek? Boss, er ist ein Hexer. Sobek. Ach nein. Was? Halt den Schnabel. Dann gehen wir mal hier diese Insel erkunden, ne? Da sehe ich schon eine ganze Horde Ertrunkener. Komm zurück. Los, komm wieder her. Halt ab. So einfach. Ich will die Hauptquest hier endlich abschließen, ey, aber wo ist die denn, verdammte Scheiße? Vor allem der Hinweis, der ist jetzt auch nicht so pralle, ne? Untersuche alle verbleibenden Spuren. Ja, was denn für welche? Ich werde hier ein bisschen schlauer. Das scheint ja wie so ein altes Dorf zu sein da vorne. Infos gibt's hier so irgendwie auch keine gerade. Ne, ein altes Fort oder so. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Sieht ja jetzt auch nicht mehr so frisch aus, ne? Person in Not. Reihe bilden! Wie? Verdammt! Verdammte Scheiße! Verdammte Scheiße! Hier ist klar, dass du deine eigenen Männer gerade umbringst, Kollege. Ach, jetzt bist du da.
Ah, plündern wir die erstmal hier schön. Ja, so ist es gut, bevor wir dem Typen da helfen. Oh, die haben wir ordentlich hier. Wie komme ich denn das Zeug da drin? Das steht, die haben sich aber hier ein ordentliches Lager aufgebaut, ey. Hab ich auf jeden Fall gleich noch was zum Verkaufen hier. Bleibst du noch eine Weile drin, mein Freund? Denn ich habe ja noch ein bisschen was aufzuheben. So, war das jetzt alles? Ne, hier ist noch was. So. Jetzt aber, oder? Ja, hier ist immer noch was. Ich aber nicht dran irgendwie. Nee. So, dann befreien wir den Typen mal. Tja, ich hab kein Gold. Ich hab nichts. Aber wenn du nach Sandort kommst, wartet dort eine große Belohnung auf dich. Du wirst schon sehen. Jawohl. So, haben wir die Insel hier auch erkundet. Oh. Wo könnte das noch sein, ey? Könnte das noch sein? Ich meine, es gibt noch so viele Orte, wo ich hier nicht war. Nicht einfach gerade, ey.
Tut mir leid, aber ich muss jetzt hier an der Stelle echt gerade mal gucken. Machen wir erstmal das hier. So, Herren des Waldes soll ich lesen, ne? Stand da. Los, lauf! Machen wir halt erstmal die nächste Quest. Vielleicht kriegen wir da irgendwelche Infos, die uns weiterhelfen. Weil meines anscheinend gibt es da echt kein Weiterkommen ohne irgendwelche Informationen. Wie? Will ich das schon wieder verarschen hier oder was? Erst jagt es mich in die eine Richtung, jetzt jagt es mich in die andere Richtung. Ach, Navi, weißt du was? Kannst du mich mal... Komm schon, Plätze! Wir machen das jetzt ganz einfach, ey. Suchen wir uns jetzt den nächsten Punkt als Schnellreise. Die sind vertrimmt worden wie Nobby-Kader Hure. Wundert's dich? So, wo müssen wir denn hin? Da unten müssen wir hin. Dann machen wir hier Lindenthal. So, Plätze.
So, gucken wir mal. Da hängt schon glättjüdigen Leichen. Aber irgendwie können wir hier nichts machen. Komm schon! Ja. So, gucken wir mal. Weg da! Ich bin auf dem richtigen Weg. Das ist ja fast hier wie Hänsel und Gretel, ne? Folge der süßen Spuren so. Der Weg ist auf jeden Fall der passende hier. Anscheinend auch gut bewacht, weil hier sind ja keine Ertrunkenen oder so. Was hier an einem Sumpf sehr merkwürdig ist, erstmal. Kann ich das eigentlich untersuchen? Ne, kann ich nicht. Kekse ohne Ende, ey. Boah, jetzt ein paar Kekse. Was haben wir da denn? Knusper, Knusper, Häuschen. Wer knabbert an meinem Häuschen? Nee. Küche und stahl dem Koch den Brei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund entzwei. Darauf ließ er ihn bluten und zog ihm ab das Fell. Und freute sich, jetzt endlich ist Schluss mit dem Gebell. Der Koch ist ein Gemeiner, drum zahlen wir es ihm heim. Wir machen jetzt ein Feuer und kochen ihn zu Leim. Ene mene mu, das Feuer, das machst du. Interessanter Reim. Wir kennen dich nicht. Geh weg! Was macht ihr alleine hier draußen? Wir sind nicht alleine. Oma ist doch da. Aber wo seid ihr hergekommen? Wir sind Waisen. Ihr alle? Es ist Krieg, also gibt's Waisen. Wusstest du das nicht? Ich suche nach den Hexen des Buckelsumpfs. Du siehst selber wie eine Hexe aus. Die Hexen? Im Sumpf?
Wir dürfen nicht in den Sumpf. Oma erlaubt's nicht. Als mein Bruder Zemek verschwand, meinte Oma, er hätte sich im Wald verlaufen. Danach hat sie dauernd geweint. Er könnte doch noch wiederkommen. Eine junge Frau hat sich im Sumpf verirrt. Sie hat aschblondes Haar und eine Narbe im Gesicht. Habt ihr so jemanden gesehen? Hier gibt's keine Frauen. Und was bin ich? Du bist keine Frau. Frauen haben Titten. Das stimmt. Als die Armee hier war, habe ich mal einen Alten sagen hören, versteckt die Frauen im Wald. Ihre Titten verwirren die Soldaten. Das quält die armen Jungs. Das hat er gesagt. Ist hier noch jemand außer euch? Wen meinst du? Jemanden, der die Frau gesehen haben könnte. Der sechsäugige Baum vielleicht? Der hat das ganze Jahr geschlafen. Aber Hansi nicht. Was soll das heißen? Was ist das für ein Geplapper, hm? Hier ist der Zutritt verboten. Nur für Kinder nicht. Für meine Kinder. Wer bist du? Mit Schwertern wie ein Bandit. Du sorgst hier für die Kinder? Sie sind meine Enkel. Oma ist lieb zu uns. Heute Abend gibt's Suppe mit Schwarte. Ein paar haben sich verlaufen. Sie fehlen mir. Weißt du, wo sie sind? Niemand weiß es. Wer ist Hansi? Hansi fraß ein kleines Kätzchen und dann kackte er vier Tätzchen. Hüte deine Zunge! Die Kinder erzählen vielleicht Geschichten. Bist du eine der Sumpfhexen? Ich hörte, dass im Buckelsumpf... Ich eine Hexe? Quatsch! Ich habe keinen Besen, keine Eule und keine Warze. Meine Nase ist hübsch. Schau. Omas Nase ist wirklich hübsch. Oh, du Schätzchen. Kinder sind so süß. Ich rede nur mit den Kindern. Hab sie nach einer jungen Frau gefragt. Ich war ein hübsches Mädchen mit einem langen Zopf. Hat meine Mutter geflochten. Ich hatte Kleider mit Blumen drauf. Vielleicht hast du sie gesehen. Jung. Aschblondes Haar. Deine Verlobte? Meine Tochter. Tochter. Meine lieben kleinen Töchter. Wo sind sie jetzt? Sind sie vielleicht verletzt? Hilf mir bitte. Ich will nur wissen, ob du eine junge Frau mit aschblondem Haar gesehen hast. Was schaut ihr so, Kinder? Wascht euch die Hände, wir gehen Grillen fangen. Von dir erfahre ich wohl nichts. Nein, ich weiß ja auch nichts. Hansi weiß bestimmt was. Er weiß viel. Wenn ich ihn was frage, sagt er, warte, ich kratz mir den Arsch und sag es dir. Pfui, so ein Wort. Was redest du nur? Ab zur Hütte. Du stellst dich in die Ecke, dafür werde ich sorgen. Du, verschwinde. Verschwinde! Hm. Ja, wirklich weitergeholfen hat mir das nicht. Und ich verschwinde erst, wenn ich weiß, was ich will. So, Typ. Du kannst hier nicht rein. Darfst du nicht. Ich will nur mit dem Jungen reden. Geht nicht. Nicht erlaubt. Ich rede sowieso nicht mit dir. Oma mag dich nicht. Und Hansi gibt es gar nicht. Und Fremde stehlen Kinder. Ich habe nur eine Frage an dich. Du sollst nichts fragen, Fremder. Man darf nicht mit Fremden reden. Können wir jetzt essen? Suppe mit Schwarte. Hörst du? Er hat Angst vor dir. Mach meinen Kindern keine Angst. Boah, Alte. Ehrlich, die geht mir vielleicht auf den Sack. So, frage ich halt erst mit euch. Warum wollt ihr nicht über Hansi reden? Wenn ihn einer von euch kennt, kennen ihn doch alle. Hansi ist nur sein Freund. Sie sammeln Pilze. Und jagen Schnecken. Oma sagt, Hansi wäre erfunden.
Der Junge, der mit Hansi spielt, muss mutig sein. Nein, er ist nur dumm. Hat sich mal mit nacktem Hintern auf einen Ameisenhaufen gesetzt. Aber er spielt mit Hansi. Er hört nicht auf Oma und geht in den Wald. Und dann muss er in die Ecke. Und er isst Schnecken. Igitt. Habt ihr Hansi schon mal gesehen? Klar, sieht aus wie er. Warum sagst du dann, er wäre erfunden? Das sagt Oma. Oma weiß viel. Behandelt eure Oma euch gut? Oder tut sie euch weh? Nie. Sie weint, wenn wir böse sind. Sie hat Angst, dass Fremde uns holen. Und wir dann weg sind. Das Mädchen, das ich suche, ist in Gefahr. Helft mir, eure Oma aus der Hütte zu locken, damit ich mit Hansis Freund reden kann. Na gut, aber du musst auch was für uns machen. Verstecken spielen. Macht Oma nie. Sagt, ihr tun die Füße weh. Gut, versteckt euch. Aber wenn ich euch finde, helft ihr mir, mit dem Jungen zu reden, der Hansi kennt. Der glaubt, er findet uns so einfach. Der hat sich noch nie vor den Schwarzen versteckt. Nicht gucken. Und du musst laut zählen. Alle Finger. Und die Zehen. 1, 2, 3, 18, 19, 20. Alles muss versteckt sein. So, hier haben wir doch schon mal 1. Fußabdrücke, tralala hin und her. Kuckuck. Hab dich. Komm raus. Wie hast du mich gefunden? Haben wir noch eins? Nein. Hier haben wir auch noch mal ein paar. Eins geht da rechts, eins geht hier links. Da kann ich wiederum nicht hoch. Gucken wir mal. Ich sehe dich. Also, besser gesagt, ich höre dich. Hab ich dich. Ja, Fräulein. Hab dich. Ich kann dich sehen. Hast mich. So. Wo haben wir denn jetzt Nummer 4? Da ist noch eins weg. Da wieder raus. Ich habe alle gefunden. Du bist ein Zauberer, oder? Zauberst du uns bei der Hütte was vor? Nein, ihr habt mir was versprochen. So sieht's aus. Ich habe euch alle gefunden. Jetzt müsst ihr mir helfen, mit Hansis Freund zu reden. Na klar, haben wir ja versprochen, oder?
ist das schön. Oma, eine Hummel hat Jagna in den Arsch gebissen. Oma, komm! Und ab geht's. Keine Angst. Ich weiß nichts. Ich tu dir nichts. Wo ist Oma? Beschäftigt. Warum hast du Angst zu reden? Ich hab gar keine Angst. Ihr habt alle Angst vor irgendwas. Sonst hättet ihr mir von Hansi erzählt. Ich hab Angst um Hansi. Er kommt schon lange nicht mehr. Einmal habe ich beim Pilzesammeln seinen Bau gesehen. Aber Oma hat mich angeschrien. Nicht mit Fremden reden, weil sonst Kinder verschwinden. Sie hat auch Angst um Hansi. Aber sie sagt, er wäre erfunden. Wo sind deine Eltern und die deiner Freunde? Tot. Verhungert. Oder getötet, wie meine. Einmal bin ich morgens losgegangen, um Beeren zu sammeln. Da gab's noch welche. Als ich nach Hause kam, hab ich Schreie gehört. Dann Lachen. Ich hab mich oben im Gebüsch versteckt. Meine Mutter hat geschrien. Die Soldaten haben gelacht. Papa lag bei der Scheunentür. Ohne Kopf. Und dann Mama. Schon gut, das genügt. Ich will nur mit Hansi reden. Vielleicht weiß er mehr als du. Du tust ihm doch nichts. Er ist echt, nicht erfunden. Ich werde ihm nichts tun. Hansi war oft hier, weil Oma ihn gerne singen hört. Beim Pilzesammeln hat er gesagt, dass er im Sumpf ein Mädchen mit aschblondem Haar gesehen hat. Wo finde ich Hansi? Am Sumpfrand gibt es eine kleine Wiese mit so einem komischen Baum. Schau dich da um. Da findest du ihn. Danke. Geht doch, geht doch. Was ist los? Wer hat hier Arsch gesagt? Schlimmes Wort. Nicht weinen, Jagna. Jagna ist ein doofes Schwein. Beleidigungen sind nicht erlaubt. Sie sagt, wenn ich einschlafe, fressen Ratten meine Augen. Das darfst du nicht sagen. Entschuldige dich. Arsch! Ich stehe hier, bis du dich entschuldigst. Bei ihr und bei mir. Ich hab Zeit. Entschuldige. Die Ratten fressen deine Augen nicht. Und ich weiß, dass wir nicht fluchen dürfen. So ist's brav. Entschuldigungen bedeuten was Süßes für den hungrigen Bauch. So, die scheint sich ja wirklich einfach nur lieb um die zu kümmern. Muss er Spuren hinterlassen. So, ist gut jetzt hier, ja? Ach Leute, wollt ihr mich verarschen? Ja, dann komm halt.
Kleiner Fußabdruck. Hansi ist hier lang gekommen. Sieht ja wieder mal nach irgendeinem Kindgedöns aus, oder? Ah, da geht's weiter, okay. Teilweise frage ich mich, wie die so kleine Abdrücke und dann so riesengroße machen. Muss ja springen oder so. Fehlgeborener eventuell, beziehungsweise Fehlgeborener vielleicht nicht unbedingt, aber weiß nicht, was könnte das sein? Also die Fußabdrücke sehen auf jeden Fall aus wie ein Kind. Da vorne ist auch irgendwie ein verlassenes Haus oder so, eine verlassene Siedlung. Da geht's aber gar nicht. Ah, hier geht's hin. Die Spuren führen zu einem Bau. Was da wohl drin ist? Hansi? Ja, doch wieder so ein Ding. Hab keine Angst. Wie in der Stadt, in Novigrad. Wie heißen Bist die nochmal? Ein Booker? Ein Lutin? Na, ein Göttling. Ihr seid selten geworden. Ich suche ein Mädchen mit aschblondem Haar. Hast du sie gesehen? Sag mir alles von Anfang an. Wo hast du sie gesehen? Was hat sie gemacht? Es ist wichtig. Warum nicht? Kennst du die Kinder von der Lichtung gut? Keine Angst, ich tue keinem von ihnen was. Was ist los? Kannst du nicht reden? Warum nicht? Hast du die Stimme verloren? Kann ich dir irgendwie helfen? Soll ich dir folgen? Ich habe wohl keine Wahl. Na gut. Bleib dicht bei mir. So, schauen wir mal, warum ich ihm folgen soll. Was erwartet uns hier wohl wieder? Hier also? Ich sehe mich mal um. Ist da was auf dem Sims? Etwas, das dir die Stimme zurückgibt?
Dann muss ich wohl hochklettern. Na gut, was haben wir hier? Gehört auf jeden Fall noch irgendwas Großem an, was da oben... Na, nicht runterrutschen. Ach du Scheiße. Ein Drache oder so ein Kack. Alter, will der mich verarschen? Haut bloß ab. Nicht mit mir, meine Freunde. Versiegelte Flasche. Vielleicht hat er diese Flasche gemeint. Sind wir da? Da ist irgendwie ein Drache oder so. Können wir uns theoretisch eigentlich auch nochmal fix drum kümmern, ne? Ey, yo. Typ, hier bin ich. Los, komm zurück. Hau dich ab. Oh, auch hier. Nicht mit mir. Hier nicht mit mir. Gucken wir mal eben, was die hier so hartnäckig verteidigt haben. Naja, wenn wir gucken könnten. Dann gehen wir mal zu Hanji, ne? Hier. Ist das Alkohol oder was? Ringelflechte, Müll, Hummel, verblüfft! Ach, wie toll das klingt! Peter Pippel pflückt Prinz Proximo pudrig pfeffrige Ponta-Pastinaken. Fertig gefeiert? Meine Lieblingswörter. Ein Leben ohne den Klang von hanebüchenen Haubentauchern ist, als würde man durch einen Stofffetzen an Schnecken lecken. Danke dafür, edler, wer auch immer. Lang mögest du leben. Warte mal, ich hab dir geholfen. Hilf du mir auch. Du gedenkst, diesen Akt des Altruismus mit einem gemeinen Geschacher um Gefallen zu garnieren? Wie kriegt man eine Stimme in eine Flasche? Das frage ich mich. Ich mich auch.
Erst recht, da meine Stimme die Krone der Stimmen ist. Mal sanft wie ein Wildbach, mal mächtig wie ein Donnerschlag. Und seien wir ehrlich, ich rede so viel, dass 3 Fässer nicht reichen würden. Da hat jemand mächtige Magie verwendet. Entweder als Streich oder als Gemeinheit. Wie hast du deine Stimme verloren? Eines Morgens erwachte ich und wollte wie immer mit den Drosseln singen. Doch, ach, kein Laut brachte ich heraus, obwohl ich mich abrackerte, dass mir fast die Adern platzten. Ich ging ins Dorf, weil die neue weise Frau dort angeblich Wunder wirken kann. Doch die Leute schrien, ein Wirkling, und hetzten ihre Hunde auf mich. Sehe ich vielleicht aus wie ein Wirkling? Kein Stück. Eben. Also müssen es die Muhmen gewesen sein. Wer sollte mich sonst verfluchen? Eine befreundete Amsel fand meine Stimme, aber ich kam nicht ran. Hätte dir nicht ein befreundeter Rabe die Flasche geben können? Die Raben dienen den Muhmen. Die helfen niemandem. Ich suche nach einer jungen Frau mit aschblondem Haar. Hast du so jemanden gesehen? Und ob? Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich erwachte und ging mich erleichtern, wie wunderbar es ist, bei Sonnenaufgang zu defekieren. Und plötzlich ein Rums, so laut, aber das war nicht ich. Und da ist sie, wie aus dem Nichts, jung, aschblond, ganz wie du sagst, verwundet und völlig außer Atem. Zisch ab in Richtung Kinderhütten, als wären die Muhmen hinter ihr her. Ich fluchte ihr nach. Sie hatte mir den Morgen verhagelt. Aber ich hatte die Stimme verloren. Da hat sie mich wohl nicht gehört. Ich war in einem Dorf im Sumpf und traf eine Frau, die eine der Muhmen hätte sein können. Kam sie dir verwirrt vor? Total bekloppt. Puh, dann spinne ich nicht. Das ist keine der Muhmen. Sie kümmert sich um die Waisen. Behauptet, ich wäre eine Erfindung der Kinder. Ich! Ein Waisenhaus im Sumpf? Was hast du gegen den Sumpf? Ich bin schon mein ganzes Leben hier und kann ihn nur empfehlen. Was weißt du über die Muhmen? Sie sind so alt wie dieser Wald. Grausam, rachsüchtig. Man hintergeht sie besser nicht. Und wenn es doch jemand tut? Dann kann ihn das die Stimme kosten oder das Leben, je nach ihrer Laune. Sie sind fies, aber auf ihre Weise kümmern sie sich um dieses Land und seine Leute. Es heißt, sie halten immer Wort, aber man muss aufpassen, worum man bittet. Man kann sie nur sehen und finden, wenn sie es wünschen. Doch bedenke, sie selbst sehen und hören alles, was in ihrem Sumpf vor sich geht. Sie rannte also zum Waisenhaus. Dann könnten die Kinder was wissen oder die alte Frau, die für sie sorgt. Die alte Schachtel redet nicht mit Fremden. Und du bist ein Fremder. Redet sie mit dir? Ich habe meine Art, mit ihr zu sprechen. Also gut, du hast mir geholfen und ich bin kein Flegel. Komm mit. Na los, wir haben nicht Ewigkeiten Zeit.
Na los doch. Geht doch. Die Luft ist rein. Keine Muhme in Sicht. Ich muss der Oma was vorsingen, das beruhigt sie. Wenn die Sonne schlafen geht und die Lichter aus sind, kriecht der Mondschein aus dem Fenster und so sanft träumt das Kind. Du hast deine Stimme wieder. Ja, obwohl ich irgendwo eine Oktave verloren habe. Ich suche sie, wenn ich daheim bin. Du darfst nicht hier sein, Hansi. Hättest nicht kommen sollen. Nur ruhig, Oma. Nicht aufregen. Das bekommt ihr nicht. Die Frau, nach der ich vorhin gefragt habe. Vergib, Oma, aber dieser Mann muss unbedingt mit den Herrinnen sprechen. Das ist nicht erlaubt. Bitte, es ist wichtig. Er wird ganz still sein. Oma, bitte hör zu. Ich habe die kleine verirrte Jadna gefunden, oder? Genny vom Fieber geheilt und nichts verlangt. Nicht mal über meine gestohlene Stimme habe ich mich beklagt. Aber jetzt will ich was, Oma. Hilf dem Mann hier, sonst geht er mir Tag und Nacht auf den Geist. Sogar auf den Pott. Er sucht ein Mädchen und vielleicht wissen die Herrinnen, wo sie ist, hm? Tja, wenn du es so sagst, Hansi, ich werde ihm helfen. Komm mit mir. Danke, Hansi. Bis später. Hansi ist ein guter Junge. Aber die Herrinnen mögen ihn nicht, nein. Sie nennen ihn eine miese Kreatur. Wer sind die Frauen auf dem Wandteppich? Das sind die Herrinnen. Meisterinnen, hört mein demütiges Flehen. Seht einen erbärmlichen Wurm vor euch stehen. Was euch recht ist, soll jetzt geschehen. Du wagst es, uns zu stören, Weib? Ich suche eine junge Frau mit aschblondem Haar. Ihr habt sie gesehen. Wo ist sie? Oh, diese Ungeduld. Vielleicht mag ihr nur aschblonde Mädchen. Die junge Frau, sie ist meine Ziehtochter. Wen soll das interessieren, wenn sie wohlgeformt ist? Mich. Ah, ein Wunderpunkt. Er blubbert wie Bier mit frischer Hefe. Oh, genauso mag ich sie. Ihr habt sie gesehen. Verschweigt mir nichts. Wie ungehobelt. Na, vielleicht ist es besser so. Sag, wie mutig bist du? Fürchtest du die Bestien des Waldes? Dies sind harte Zeiten, Weißhaariger. Bruder kämpft gegen Bruder. Das Land schwimmt in Blut. Das Böse ist stärker als je zuvor. Eine dunkle Macht ist bei Nidavir erschienen. Sie lebt von Hass und Verachtung. Zerstöre sie, dann erzählen wir dir, was wir über die aschblonde Frau wissen. Dunkle Macht? Da braucht ihr einen Ritter oder Hexenjäger, keinen Hexer.
Der Dorfälteste von Niederwirr wird dir alles erzählen. Lass dich von ihm bezahlen, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Unsere Dienerin bringt dir jetzt den Dolch. Ich rede mit dem Dorfältesten, aber versprechen kann ich nichts. Los, Zweib, gib dem jungen Mann den Dolch. Und du, Weißhaariger, kehre erst zurück, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Ja, Herrin, sofort. Bin unterwegs. Dolch, ich muss den Dolch holen. Hier, der Dolch. Die Herrin sagen, ich soll ihn dir geben, den Dolch. Leg den Lohn des Dorfältesten auf den Stein. Stein blank, Stein glatt, Stein weiß, Stein hört. Guck mal, klar auf deinem Leben, ey. So, gucken wir mal, war ich da vielleicht schon mal? Kann ich da hinreisen? Nee, natürlich war ich da noch nicht. Egal, dann machen wir Luftlinie. So, wo haben wir denn hier den Schnellreisepunkt? Da nicht. Da auch nicht. Da unten. Hallo. Schönes Dorf. Ja? Eine Perle der Sümpfe. Wenn du meinst. Und? Kommt ihr zurecht? Tja, irgendwie schaffen wir es von Winter zu Winter. Kennst du diesen Dolch? Ja, Meister. Wusste nicht, dass du zu ihm gehörst. Du weißt also, wer mich geschickt hat. Gut, das macht es leichter. Vergib. Ich wusste nicht, dass dich die Herrinnen des Waldes schicken. Helfen sie euch oft? Nach dem Beschnitt gehört ihnen jeder Mann. Sie können hart sein, aber sie sind gerecht. Anspruchsvoll auch. Aber im Leben wird einem nichts geschenkt. Wer hat den Pesthauch vertrieben? Wer hat uns Saatgut gegeben? In den anderen Dörfern essen sie ihre eigenen Schuhsohlen. Uns hier geht es gut. Hast du die Herrinnen des Waldes jemals gesehen? Nie. Sie zeigen sich nur den Auserwählten.
Vielleicht werde ich auch eines Tages gerufen. Hast du von einer aschblonden Frau gehört, die bei den Herrinnen des Waldes war? Davon weiß ich nichts. Frag die Herrinnen, vielleicht antworten sie. Sie wissen alles, was in Velen geschieht. Sie haben Informanten. Die Wälder lauschen für sie. Ein Wort zur falschen Zeit kann ihren Zorn heraufbeschwören. Doch sie hören auch Bitten und Gebete. Einst verlor ein Schweinehirt eine Sau. Er saß weinend an der Wegkreuzung, als die Sau, wie vom Teufel gejagt, durch die Bäume brach und auf ihn zurannte. Ich soll euer Problem lösen. Sag mir, worum es geht. Nur das Wichtigste. Der Krieg hat eine uralte böse Macht geweckt, die sich vom Blutvergießen nährt. Unsere Tage und Nächte sind Albträume. Die Leute gehen im Schlaf fort und kehren nicht mehr zurück. Sie liegen alle unter dem Baum beim Flüsterhügel, unbegraben. Väter, Söhne, Mütter, Töchter. Die Leute haben Angst, sie anzurühren. Dort musst du hin, den finsteren Mächten Einhalt gebieten. Wann hat all das angefangen? Vor 3 Jahren. Ich weiß noch, ich ging an einem warmen Tag zu den Wildfallen. Ich zog einen Hasen aus der Falle. Da wurde es plötzlich, mitten am Tag, finster. Ich dachte erst, dass ein Sturm aufziehen würde. Dann hörte ich ein Kreischen, das mir fast das Trommelfell zerriss. Der Hase verweste mir in den Händen und die Blätter wurden gelb, obwohl gerade mal Sommeranfang war. Seitdem herrschen schlechte Zeiten. Den Leuten werden die Zähne rabenschwarz. Die Frauen streiten sich wie Wildkatzen, wegen gar nichts. Die Kinder werden verkrüppelt geboren, lahm. Ein Bangen und Fluchen. Wir flehen seit langem um die Hilfe der Herrinnen. Ich brauche mehr Details. Du musst es selbst sehen. Meine Uroma hat mich dafür verdroschen, dass ich beim Flüsterhügel war. Aber was dort jetzt geschieht, ist ein Wunder. Ein paar Leute sind hin, um die Bäume zu fällen und den verfluchten Boden wieder urbar zu machen. Sie sind nicht zurückgekommen. Der Boden unter den Büschen ist weiß von Menschenknochen. Die Herrinnen des Waldes kennen diese Macht nicht? Sie wissen alles. Die alte Thekla meinte, sie bestrafen uns, weil wir sie nicht mehr respektieren. Manche nennen sie sogar Hexen. Aber sie können es nicht sein. Sie haben ja dich geschickt. Ich sehe mich mal beim Flüsterhügel um. Sei vorsichtig, Meister Hexer. Unterschätzt dieses Böse nicht. So, da drüben muss ich hin. Na dann. Gehen wir mal gucken, ne? Schauen wir mal, was uns da erwartet. Was haben wir da für eine Mission? Stufe 6 sollte eigentlich kein Problem werden, wir sind doppelt so hoch. Speichern wir hier mal eben. Dann will
werde ich mal eben bis zum nächsten Morgen. Na, das Wetter ist immer noch scheiße. Aber dann gehen wir mal gucken. Gucken wir mal. Eine Stimme kommt aus dem Baum. Komm schon. Kind. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Hört sich auf jeden Fall nicht freundlich an, was auch immer das ist.
gucken wir mal eben, was wir so aufgesammelt haben. Bringt davon irgendwas? Stumpfes Beil. Plus 3. Nicht so wirklich irgendwas davon. Achso, haben wir ja Rüstung, Waffenreparatur. Was willst du hier? Wozu das Blut vergießen? Bringst du mir den Tod? Oder ist meine Freiheit dein Wunsch? Wer bist du? Ich verließ meinen Kreis. Ich schützte das Gleichgewicht. Die Mumen töteten mich, verfluchten meinen Geist. Ich habe noch nie von einem Druidenkreis in Velen gehört. Ich wandere ewig durch ein Labyrinth von Zweigen, rutsche hilflos über Blätter. Dann kennst du die Mumen wohl gut. Sie sind Velens Fluch. Durch abgeschnittene Ohren hören sie alles. Sie verweben Haare und Leben. Ihre Macht erhalten sie von einer Brühe aus Menschenfleisch. Warum haben sie dich getötet? Die Mumen wollen dieses Land haben und allein im Wald herrschen. Ich war ihnen im Weg, musste also sterben. Ich sah Frauen und sogar Kinder tot auf diesem Hügel liegen. Wollten auch sie dich vernichten? Vor der Natur, dem Wald, der Erde, ist Tod gleich Tod, sind alle Tode gleich. Ich weine, ich jammere, niemand hört mich. Ich wurde angegriffen. Dies ist mein Gefängnis, eine belagerte Festung. Ich warte auf Mörder und mein Wald beschützt mich. Mörder? Mörderschwestern töteten meinen Leib, jagen meine Seele, da ich ihnen trotze. Du sagst, du seist gefangen. Wie das? Ich bin gebunden. Mit magischen Fesseln. Ich wandere endlos. Ein Blätterlabyrinth. Die Kinder. Ich weiß alles, was sie erwartet. Bitte befreie mich. Ich muss helfen. Wenn den Weisen etwas droht, helfe ich ihnen selbst. Die Kinder sind schon fort. Bitte befreie mich. Ich kann ein Sturm sein. Ein wilder Galopp! Ich rette sie! Nur ich kann es! Warum glaubst du, dass die Kinder auf der Lichtung in Gefahr sind? Die Schwestern haben sie genommen. Sie kehren nicht zurück. Wohin haben sie sie verschleppt? Ich kann helfen. Es ist zu spät! Es gibt kein Zurück und keine Straßen nach Art Zerwin. Sie werden alle sterben. Lass mich sie retten. Was machen wir nun?
Das kann ich noch nicht entscheiden. Du musst zurückkommen. Mich befreien. Bitte. Sieh dich vor. Meine Wächter wachen noch immer. Ich weiß es nicht. Schwierige Entscheidung. Was ist denn empfehlenswert? Was ist denn da jetzt wirklich das Sinnvollste?
Ich weiß es nicht. Ich glaube... Ich bin wieder da. Ich habe gewartet. Du bist zurück. Was hast du gewählt? Hilfe! 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 Ich will wieder frei sein. Wir töten es. Ich glaube dir nicht, Geist. Zu viele nennen dich böse. Deine Worte allein sind nicht genug. Wende dich gegen mich und die Mächte der Natur erheben sich gegen dich. Ich muss leben. Das war ja relativ einfach. Easy peasy und so. Zack, zack. So haben wir das auch. So. Haben wir das auch? Achso, ja, kann ich jetzt. Was sind nur 40 Schritte? Ich hoffe, der Werwolf sitzt da jetzt nicht rum. Haben wir ja nicht geplättet, den wir da vorhin gesehen haben. Ah ne, sieht gut aus. Wer hat den denn jetzt platt gemacht? Ich nicht. Ich habe euer Problem gelöst, aber meidet den Flüsterhügel trotzdem für eine Weile. Ist nicht wahr. Da hat was gelauert? Ein böser Geist saß in dem Baum auf dem Hügel. Er hat die Leute getötet. Wie hast du ihn vertrieben? Das Herz des Baums war besessen. Ich habe das Herz zerstört und das Wesen, das sich seiner bemächtigt hatte. Also war es ein Geist. Kommt er zurück? Nein. Die Muhmen, ihr nennt sie Herrinnen des Waldes, sagten, ich soll den Lohn von dir fordern. Sicher weißt du, was sie meinen. Ja, das weiß ich. Gib mir den Dolch. Bin gleich zurück. Au.
kann er nur. Aua. Die Bezahlung. Bring sie den Herrinnen, ja? Was zum Teufel war das? Das ist der Pakt. Du kennst das Leben hier nicht, Fremder. Dies ist die Bezahlung für ihren Schutz. Die ganzen Ohren im Wald sind also... Vergiss es, Meister. Du ziehst bald weiter, aber wir bleiben zurück. Und unsere Kinder und deren Kinder. Über Wählen wachen weder Herren noch Götter. Es ist Niemandsland. Wer überleben will, muss seinen eigenen Schutz suchen. Na ja, gut, ihr kennt's nicht anders, ne? Ach so, sind wir schon wieder. Scheiße. Steck dein Schwert weg, Junge! In Wahrheit ist er sogar noch süßer. Und ihr seid so anders als auf dem Wandteppich. Nun, her damit! Was hat die eine da auf dem Bauch? Das Kinderleichenteile? Oh, ich glaube, das war die falsche Entscheidung. Ihre Hand brennt. Hintergehe uns nie wieder! Wir vergeben dir deinen Fehltritt. Du hast deine Sache gut gemacht. Die Kinder sind drall wie Ferkel und süß wie Karamell. Doch jetzt müssen wir mit unserem weißhaarigen Freund sprechen. Scheiße, ich hätte die doch am Leben lassen sollen. Zeichen. Das ist Anna, die Frau des Barons von Krähenfels. Sie gehört keinem Mann. Sie trug eine Frucht im Bauch, gewachsen aus dem Samen meines Mannes, den sie hasst. Wir halfen ihr. Dafür dient sie uns. Sie trägt das Zeichen. Sie gehört uns. Das gibt es nicht. Es ist doch eine andere Frau, die dich interessiert. Sprich, Weißhaariger. Ihr habt mich den Flüsterhügel zähmen lassen. Das war viel Arbeit. Nichts ist umsonst, tapferer Mann. Hast du die bösen Mächte vernichtet? Unserem Reich Frieden gebracht? Ja. Welch Glück, einen so tapferen, fähigen Ritter gefunden zu haben. Wessen Geist war da im Baum gefangen? Der Geist von jemandem, der einst den Tod betrogen hat. Doch dich konnte sie nicht täuschen, tapferer Recke. Du hast die Welt von einem großen Übel befreit. Scheiße, ich hätte das doch am Leben lassen sollen. Die sehen schon so kacke aus und... Die sind für die Fehlgeburt verantwortlich gewesen. Ich hätte die töten müssen. Unser Abkommen. Mein Teil ist erfüllt. Jetzt seid ihr dran. Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das Mädchen. Aschblond. So nennen sie das. Fingerdünn. Verstört und erschöpft. Konnte kaum stehen, das arme Ding. Wir sorgten für sie so gut wir konnten. Als wäre sie unsere eigene Tochter. Vergebliche Liebesmüh, ein ungezogenes Mädel.
verschlagen, bockig, selbstsüchtig. Die junge Frau, die ich suche, hat noch nie jemanden grundlos verletzt. Hast sie lange nicht gesehen. Sie hat sich zu ihrem Nachteil verändert. Warum hat sie euch angegriffen? Sie ist nicht mehr das Mädchen, das du kennst. Ihr Zorn verzehrt sie. Ich glaube euch nicht. Ihr haltet angeblich immer Wort. Also sagt mir alles genau so, wie es passiert ist. Wir sagen es dir, tapferer Junge. Wir wussten, dass jemand Besonderes kam. Wir lasen die Eingeweide und sahen die Omen. Wir sahen ihr Ebenbild, wie eine Fata Morgana in einer Pfütze. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst wussten wir nicht, dass sie die Angekündigte war. Ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird. Sie fiel uns in die Hände. Älteres Blut. Das Blut der Verräterin. Schläft sie jetzt? Wie ein Lamm. Kommt, Schwestern, nicht getrödelt. Der Tisch ist gedeckt, der Kessel brodelt. Das dürfen wir nicht. Sie ist doch für ihn. Inlerit kriegt sie, ja, ja, aber nicht am Stück. Gut gesagt. Wir werden nur mal kosten. Ich will ihre Füßchen. So dick. Perfekt für eine Brühe. Oh, ich kann sie schon schmecken. Wunderbar. Geh schon. Das sollst du bereuen, Mädchen. Bitter bereuen. Zu holen.
Ihr wolltet sie töten, sie schlachten wie ein Tier und dann fressen. Ihr Blut und ihr Geschmack haben uns an unsere Jugend erinnert. Älteres Blut, außergewöhnliches Mädchen, wie du weißt. Wie schade, dass sie geflohen ist. Ihr habt versucht, sie zu töten. Das vergebe ich euch nicht. Sinnloses Gerede. Unsere Schicksale sind für wahr verbunden. Doch das trägt jetzt noch keine Früchte. Jetzt sollst du Schatten jagen und im Nebel wandern. Wenn du sie siehst, wird sie ein Trugbild sein. Und wenn du sie findest, wenn, dann wird sie sterben. Wir sehen uns, hübscher Ritter. Oh Mann, ey. Hier gibt's auch so einen Schnellreisepunkt irgendwo. Wo war der denn? Da vorne. Das Stück laufe ich nicht und reite ich nicht. Naja, hinterher ist man immer schlauer, welche Entscheidung die intelligentere gewesen wäre. So, jetzt will ich aber auch erstmal eben ein paar Sachen verchecken hier. Gucken nochmal eben kurz, was haben wir denn hier Sinnvolles alles? Das bringt alles nix, negativ, nein, überhaupt nicht. Die bringt nach wie vor ein bisschen Plus, das bringt alles nix. Ja, das bringt alles in der Tat nichts. Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Hat gestern einen Eimer Schaum. Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Oder etwas Quark? Meine Vorräte sind nicht riesig, aber umso köstlicher. Nee, danke. Löschdecken. Zeig mir deine Waren. So. Zwergenball behalten wir mal. Der Händler hat nicht genug Gold. Ja, passiert, ne? Kaufen wir mal ab hier. Nehmen wir auch und nehmen wir auch. So, kannst du mir jetzt wieder Sachen abkaufen? Läuft doch. So, Typ.
Was ist denn sonst noch so? Nö, brauche ich nicht. Brauche ich erst recht nicht. Dein Zeug kann ich auch nicht gebrauchen. So, willst du hiervon was haben? Kriegst du. Das habe ich mir so vercheckt. Brauchst du davon vielleicht irgendwas für eine Quest? Habe ich zu weit drauf geachtet. Anscheinend nicht. So, er ist wieder fast pleite und ich bin da, wo ich hin wollte. Leb wohl. So, haben wir ja noch irgendwas hier? Bolzen plus 3, plus 1, Silberschaden, Rüstungsdurchbohrung. Silberschaden, ja, zack. Irgendwie so. Weißt du, Hexer, was immer die Leute reden? Ja, ja. Wir müssen die Pferde tränken. Barbarera, Baratonga. So, dann geben wir hier wieder ein bisschen Geld aus. Wie kann ich helfen? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Hat er denn irgendwas Schönes für uns? Nicht wirklich. Das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal von ihm gekauft. Dafür kann er nichts. So, kann er nix. Stufe 16, das bringt nix. Das bringt auf jeden Fall was hier. Oh, Stufe 16, die habe ich noch nicht. Also machen wir erstmal Heile hier. So. Irgendwas, was wir zerlegen können irgendwie. Können wir doch hier Fleisch zerlegen. Ja, sonst können wir irgendwie nichts machen, ne? Nö. Danke für deinen Dienst. Leb wohl. Ah. So, dann sagen wir mal dem Baron Hallo, ne?
Ich wünsche euch die Pocken. Ja, Mr. Brown. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Ich habe Nachricht von deiner Frau. Potzpestilenz, warum sagst du das nicht gleich? Wo ist sie? Warum bringst du sie nicht mit? Sie ist im Buckelsumpf. Hat Essen, ein Dach überm Kopf, ist beschäftigt. Sah nicht so aus, als wollte sie von dort weggehen. Du solltest sie zurückbringen, nicht von ihren Lebensumständen berichten. Ich sollte sie finden. Und das habe ich. Mehr war nicht abgemacht. Du hältst mich noch immer für das Letzte. Für einen Bastard, nicht? Für den Schuldigen an dem, was hier passiert ist. Ja, das denke ich tatsächlich. Ihr Hexer mögt die Welt schwarz-weiß sehen. Wir normalen Leute sehen sie in Graustufen. Wie meine Familiengeschichte. Du wirst wohl einwerfen, dass es nicht nur deine Schuld ist. Na gut, ich höre mir deine Sicht der Dinge an. Mit Annie. Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie versorgte meine Speerwunde aus der Schlacht von Angkor. Als ich genesen war, hielt ich um ihre Hand an. Sie weinte vor Freude. Bald war Tamara geboren und dann ging ich nach Zidaris. Ein Kriegsfürst hatte sich gegen König Etain erhoben und Foltest schickte Hilfe. Schlachten und Scharmützel jagten einander. Ein Leben voller Krieg. Ich war selten zu Hause und fand Trost im Trinken. So viel Trost, dass ich nicht davon lassen konnte, wenn ich daheim war. Na schön. Und dann? Ich zog von Front zu Front, von Schlacht zu Schlacht, verdiente Sold. Und Anna saß allein mit dem Kind daheim. Vielmehr nicht allein, wie ich später erfuhr. Fast 3 Jahre lang suchte sie Trost in den Armen eines Kindheitsfreundes namens Ivan. So ein Hundesohn! Verdammt, verstehst du nicht? Einen Fehltritt hätte ich ja verziehen, aber sie hat mich jahrelang betrogen. Hat sich einen Dreck um mich und meine Liebe geschert. Woher weißt du das? Eines Tages kam ich nach Hause. Da waren Anna und ihre Sachen weg. Ich fand einen Brief. Sie schrieb, sie liebe mich nicht mehr und zöge mit Tamara zu diesem Wichser. Ich dachte, mir tritt ein Pferd in den Arsch. Ich zog los, um den Scheißkerl zu finden und sie wieder nach Hause zu holen. Aber als ich ihn sah, erwachte etwas Finsteres in mir. Ich schlachtete den Drecksack ab und warf ihn den Hunden zum Fraß vor. Man nennt dich also nicht grundlos den blutigen Baron. Hä? Dein Spitzname ist mir jetzt klar. Ach nein, das ist eine ganz andere Geschichte. Anna war wohl nicht gerade erbaut. Das ist die größte Untertreibung aller Zeiten. Sie wurde hysterisch, warf sich auf mich, trat und kratzte, griff sich ein Messer. Das wäre mein Ende gewesen, wäre ich nicht weggesprungen. Ich schlug sie zum ersten Mal.
Ich musste sie beruhigen. Ich hatte keine Wahl. Von da an war alles unwiderruflich anders. Anna versuchte oft, sich und mir das Leben zu nehmen. Sie stichelte, reizte mich, verhöhnte mich. Ich sollte sie wohl wieder schlagen. Sie schrie, dass ich ihre Liebe und ihre Hoffnung zerstört hätte und sie doch gleich umbringen könnte. Wie oft entschuldigte ich mich, brachte Blumen und Geschenke mit. Es war ihr gleich. Nach 2 Jahren war ihr Zorn zu Gleichgültigkeit geworden, manchmal durch ihre Hysterie unterbrochen, manchmal durch meine Sauferei. Ich begreife nicht, dass wir diese Jahre überlebt haben. Nun weißt du, dass nicht alles so war, wie es schien. Im Endeffekt hat das ja eigentlich nur angefangen, weil er andauernd im Krieg war. Sie war aber auch nicht ohne. Du hattest recht. Ihr seid beide schuld an der Lage. Wie gut, dass du das endlich siehst. Also gut. Wenn du Anna schon nicht zurückbringst, sag mir wenigstens, wie sie in dem Sumpf gelandet ist. Sie hat mit den Mumen einen Pakt geschlossen und... Nun, sie hat wohl den Verstand verloren. Einen Pakt? Was zum Teufel? Sie war schwanger und wollte das Kind nicht kriegen. Sie ging zu den Mumen und die versprachen, das Problem zu lösen. Gegen 1 Jahr Dienst. Und die Mumen haben auf ihre verschrobene Art Wort gehalten. Was meinst du damit? Anna hat wohl gedacht, das Kind würde irgendwie einfach verschwinden. Aber die Mumen schwächten sie so sehr, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Und da begann sie wohl, den Verstand zu verlieren. Sie legten sie an eine magische Leine, die Schmerzen bewirken kann, damit sie ihre Schuld auch ja begleicht. Ein Pakt mit Hexen, verdammter Albtraum! Du scherzt wohl! Wir müssen sie retten! Wir können sie nicht dort lassen! Auch mit Bewaffneten ist es ein schlechter Einfall, in den Sumpf zu ziehen. Es ist an sich schon gefährlich dort. Und diese Mumen sind mächtiger, als man denkt. Ich dreh doch nicht Däumchen, bis sie sie rausrücken. Würdest du auf ihre Gnade zählen, wenn sie deine Tochter hätten? Wohl nicht. Aber ich bin ein Hexer. Und ich bin ein Ehemann und Vater, der sein Leben und das seiner Lieben versaut hat. Ich sammle meine Männer und hole Anna da raus. Wir hatten eine Abmachung. Ich habe meinen Teil erfüllt. Jetzt bist du dran. Ein gegebenes Versprechen. Wo war ich denn? Ein Basilisk. Er hat dich angegriffen. Ah, stimmt. Riesengroß. Ziemlich brutales Vieh. Ich dachte schon, es wäre vorbei. Vorsicht! Wenn ich nicht überlebe, kannst du aus der Festung haben, was du willst. Du wirst überleben. Zeigen wir diesem Monster, was in uns steckt. Na komm schon.
Treppe runter. Verdammt! Ich kann ihn nicht einfach allein lassen. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Ach, hier. Hast du alles? Ja, vielen Dank. Was du für mich getan hast, ich werde das nie vergessen. Du hast mir auch geholfen. Als mich deine Männer hergebracht haben, hast du mir Essen gegeben und meine Wunden versorgt. Jetzt sind wir quitt. Du musst nicht gehen. Du bist hier in guter Gesellschaft. Wir haben immer ein warmes Plätzchen für dich. Ich muss los. Ich werde von Geistern verfolgt. Von der wilden Jagd. Es war dumm, die Macht anzuwenden. Jetzt haben sie meine Witterung aufgenommen. Die wilde Jagd? Sie verfolgt dich? Ich bringe euch alle in Gefahr, wenn ich bleibe. Deine Leute sollen Türen und Fenster verrammeln. Und nachts darf niemand nach draußen gehen. Und du? Wohin gehst du jetzt? Ich reite nach Novigrad weiter. Und dann? Wir werden sehen. Sie stieg aufs Pferd und ritt davon. Ohne sie war es hier ganz schön einsam. Die Armee der Redania hat die Überquerung des Ponta blockiert. Trotzdem hast du Ciri nach Novigrad geschickt. Sie war auf der Suche nach einer Zauberin. Und die sind alle in Novigrad. Außerdem habe ich sie nicht den Redaniern ausgeliefert. Ich habe ihr einen Geleitbrief mitgegeben. An wen war der Brief gerichtet? An niemanden. Der war so wie dieser hier. Wenn man ihm den Kerlen an der Querung zeigt, lassen sie einen durch. Der ist für mich. Warum sollte ich dir die Sache erschweren? Der Brief wird dir bei der Suche nach deinem Kind helfen.
Woher hast du diese Briefe? Ich habe nicht immer diese Witzbolde angeführt. Früher diente ich in der Temerischen Armee. Die Flussquerung wird doch von Redaniern bewacht. Stimmt. Aber mit etwas Ruhm und einem Freund hier und da sind Banner und Heraldik nicht so wichtig. Es kann sein, dass Ciri noch in Novigrad ist. Danke, dass du ihr geholfen hast. Es ist nichts. Jetzt hast du erfahren, was du wissen wolltest. Du musst in Eile sein, aber wenn du... Na los, sag schon. Ich will Anna befreien, sie zurückbringen. Denke nicht, dass sie freiwillig dort ist. Du hast wohl nicht zugehört. Jede Reise in den Sumpf ist Selbstmord. Ich weiß. Genau darum könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Ich kann dir keine neuen Geschichten zu Ciri anbieten. Aber komm mit mir und ich werde großzügig sein. Sehr großzügig. Hm. Ein paar Münzen extra schaden nie. Ah, da hast du allerdings recht. Ich versammle meine Männer bei Niederwirr. Schließ dich uns dort an. Verstanden. Klingt gut. Was zum... Da bist du ja. Wieder entkommen. Oh, Entschuldigung, sind schon wieder weg. Was war das? Sag du's mir. Mensch oder Monster? Meine Männer nennen ihn Uma, halten ihn für ein Monster. Doch für mich ist er ein Mensch, so verschlagen wie Ardal. Uma? Seltsamer Name. Ja, seltsam. Aber er hat uns keinen anderen genannt. Du meinst, er kann sprechen? Eher nicht. Es war so. Ich fragte ihn nach seinem Namen. Er saß da, sagte kein Wort und versuchte, sich einen Zeh in die Nase zu stecken. Also nahm ich seine Hand, blickte ihm in die Augen und fragte, wie heißt du? Er grinste mich töricht an und stammelte, oh, Uma? So kam er zu dem Namen. Hm. Sieht nicht wie ein Monster aus, aber mein Medaillon vibriert. Seltsam. Wo habt ihr ihn gefunden? Eine lustige Geschichte. Hab ihn beim Kartenspielen gewonnen. Du warst wohl ziemlich verzweifelt, wenn du um ihn gespielt hast. Ach, hör auf zu meckern, Klugscheißer. Er war der Spieleinsatz und wir spielten. Wenn jemand verzweifelt war, dann der ehemalige Herr des Burschen. Lustige Geschichte. Weshalb? Bin mal nach Novigrad gereist, zum Ausruhen und um die Freuden der Stadt zu genießen. Übernachtete in einer Taverne, wo einige Leute spielten und machte mit. Die Karten meinten es gut mit mir. Hatte eine teuflische Hand nach der nächsten, nahm die Idioten aus. Ein Händler hatte besonders viel Pech. Hatte alles verspielt, was er von Skellige mitgebracht hatte. Wollte unbedingt noch eine Runde spielen und ich stimmte zu. Ich fragte ihn, welchen Einsatz er setzen würde und er zeigte mir diesen Tropf. Für mich war nicht viel drin, aber ich dachte, scheiß drauf, gib dem Mann die Chance, was zurückzugewinnen. Er hatte kein Glück und Uma landete auf Krähenfels. Ende der Geschichte. Urkomisch. Wirklich zum Totlachen. Pah! Du könntest eine gute Geschichte nicht mal von einem Furz unterscheiden. Ein richtiger Baron. Sogar mit einem richtigen Narren. So ist es. Aber ich habe das Gefühl, dass mit ihm was nicht stimmt. Warum denn? Nun, er scheint mehr Tier als Mann zu sein. Aber er besitzt Weisheit in seinen Augen. Oder vielleicht bilde ich's mir nur ein. Schon mal sowas wie ihn gesehen? Nein, aber er sieht nicht gefährlich aus. Hm, denke, das war's dann. Ist nicht viel, aber solange er keinen Ärger macht, dient er den Jungs als Zeitvertreib. Ich muss aufbrechen. Leb wohl. Leb wohl. Hoffentlich findest du deine Tochter. Und sei ihr ein guter Vater.
So, haben wir das auch geschafft. Jetzt haben wir noch einen Punkt zu verteilen, sehe ich gerade. Boah, was machen wir denn da? Kostet weniger Ausdauer, die Ausdauerkosten beim Blockieren. Ich spiele das wieder her. Können natürlich auch hier einfach unseren schnellen Schaden nochmal erhöhen. Machen wir auch. So, dann ja. Achso, den hatte ich schon. So, was haben wir denn sonst noch hier? Findy Junior. Das führt uns dann nämlich in Novigrad weiter. Dann haben wir Novigrad nämlich vielleicht auch bald zu Ende. Trifft den Baron da, schalten wir die blöden Wichser da aus. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall dann auch einiges noch machen. Aber das soll nicht heute passieren. Ja, an der Stelle werde ich jetzt hier beenden. Ich muss ja morgen wieder arbeiten, eher gesagt heute. Einige Dorfjungen haben sich zusammengetan. Jeder, und aus dem Grund gehe ich jetzt schlafen. Jeder wird überfallen. Und wenn er es nicht freiwillig gibt, bekommt er einen. Ich danke euch auf jeden Fall heute wieder fürs Zuschauen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Follow da, lasst auf YouTube ein Like da, abonniert mich und ja, wie gesagt, danke sehr und eine gute Nacht euch. Ciao.